Rechnungen statt Reisen, Haushalt statt Hängematte, Beruf statt Berufung. Das Leben kommt mit so vielen Verpflichtungen daher, dass wir unsere langfristigen Ziele und Träume ganz schnell aus den Augen verlieren. Wenn man jung ist, fällt einem das nicht auf. Aber die Zeit rinnt einem wie Sand durch die Finger. Und ehe man es sich versieht, steht man in der Dämmerung seines Lebensabends vor der Frage, war das etwa schon alles? Mein Name ist Petra Haller und ich mache Träume wahr. Das war mit 15, da hatte ich so ein Schlüsselerlebnis. Da war ich viel in der Country-Szene unterwegs und es hat mir nicht gefallen, wie die Frauen da rumgelaufen sind, so mit ihren Jeans und Cowboy-Händen und Cowboy-Stiefeln. Und ich wäre damals schon gern so eine Scarlett O'Hara gewesen und habe dann so lange wirklich meine Mama beackert, bis sie sich völlig genervt bereit erklärt hat, mir dieses Kleid zu nähen. Und es war so ein unglaubliches Erlebnis, dieses Kleid anzuziehen. Authentisch war das damals auf gar keinen Fall. Das war ein Brautkleidschnitt, aber mit einem farbigen Stoff. Da fällt es nicht so auf. Und halt dann dieser weite Rock und Puffärmel. Und Petra war nur glücklich. Und sie hatte alle Männer im Saal Schlange stehen, die mit ihr tanzen wollten. Es war bombastisch. Es war einer der schönsten Abenden, wo ich jemals hatte. Klar, ich war 15. Als Teenager steht man dann auch gerne im Mittelpunkt. Und es war ein unglaubliches Erlebnis. Ich bin da reingekommen in diesen Saal. Ich hatte alle Blicke auf mir und ich habe es genossen. Es bleibt nie bei diesem einen Kleid. Man wird süchtig danach. Man braucht ein rotes, ein grünes, ein gelbes, ein blaues, ein Tageskleid, ein Ballkleid, ein Reitkleid. Die Liste ist unendlich fortzusetzen. Irgendwann war es meiner Mama dann zu blöd. Sie hat gesagt, so, jetzt lernst du selber nähen. Hat mich dann in den Nähkurs geschickt. Ich musste dann quasi selber nähen lernen. Das war eine Katastrophe. Ich kam dahin, da war ich. Ich glaube schon 17 oder so, hatte keine Ahnung vom Nähen. Kam dann dahin mit meinem amerikanischen Schnittmuster, keine deutsche Beschreibung dabei, mein Englisch ist grottenschlecht. Und halt es der Nähkursleiterin so hin und sie sagt so, oh, also wir fangen hier eigentlich mit T-Shirts an. Sag ich, ich will keine T-Shirts nähen, ich will genau sowas nähen. Und es war ein Desaster. Es war völlige Selbstüberschätzung. Das Kleid ging völlig in die Hosen. Ich war kurz davor, das Handtuch zu werfen. Es hat überhaupt nichts gestimmt. Also es war mit Inch-Angaben, ein Inch 2,54 cm. Dieses Kleid war mir 2,54 mal zu groß. Und keiner konnte mir sagen, an was es liegt, weil von den ganzen tollen Frauen im Nähkurs noch nie eine mit amerikanischen Schnittmustern gearbeitet hat. Die waren so anders und ich war so verzweifelt und keiner konnte mir helfen. Und der Schnitt war so kompliziert, weil ich habe natürlich gleich mit dem Ballkleid angefangen. Klar, mit was sonst. Ich hätte dieses erste von mir genähte Kleid am liebsten ins Eck geschmissen und angebrannt. Dieses Kleid war mir 2,54 mal zu groß und keiner konnte mir sagen, an was es liegt. Und ich war so verzweifelt und keiner konnte mir helfen. Und der Schnitt war so kompliziert, weil ich habe natürlich gleich mit dem Ballkleid angefangen, klar, mit was sonst. Ich hätte dieses erste von mir genähte Kleid am liebsten ins Eck geschmissen und angebrannt. Das waren so die Anfänge von Sissis Erben. Irgendwann kamen dann die ersten Freundinnen. Oh, das ist toll, das würde ich auch gerne machen, da hätte man so ein Kleid nähen. Und dann sind wir immer mehr geworden. Und das war so ein Selbstläufer. Das hatte ich so nicht geplant für mein Leben. Es hat sich entwickelt. Ich hatte irgendwie gar keine andere Wahl, als irgendwann mal eine Firma daraus zu machen, weil es solche Ausmaße angenommen hat und ich wollte ganz viele Frauen glücklich machen. Ich hatte so als 15-Jährige eben diesen Traum, diese Vision, dass ganz viele Menschen mit diesen wunderbaren Kleidern rumlaufen. Ich habe gemerkt, das will ich machen. Ich will diese Kleider entwerfen, ich will diese Kleider nähen, ich will diese Kleider tragen. Musik.
ganz, ganz viel Herzblut drin bei Sissis Erben, ganz viel Herzblut in der Firma, weil manche Frauen einfach sagen, ich möchte einmal so ein Kleid tragen. Wir haben den Kostümverleih, wir haben die Walking Acts, wir sind quasi fürs Publikum da, dass sie uns fotografieren können. Mittlerweile kommen auch wirklich sehr viele Fotografen auf die Insel, um Bilder mit uns zu machen. Über das Finanzielle darf man nicht nachdenken. Steuerberaterin sagt, ich habe einen Stundenlohn von 2 Euro. Nicht drüber nachdenken. Wir machen die Welt ein bisschen besser. Wir bringen diese unglaublich hektisch schnelle Welt einen ganz kleinen Moment zum Stillstand, indem wir die Frauen einkleiden. Dann kann man das auch nicht mit Geld aufwiegen. Susi, meine liebe Freundin, wir haben uns gleich mögen. Und sie hat dann auch angefangen, sowas in die Richtung zu machen wie mit Sissis Erben und unterstützen uns gerade mit dem Kostümverleih. Und es stimmt einfach. Also wir machen oft die Beobachtung, die Kunden kommen so ganz verschüchtert rein. Ja, guten Tag, ich möchte nur gucken. Und dann sagen wir, ja, gerne, wollen Sie auch ein Kleid probieren? Nee, ich weiß nicht, ich traue mich nicht, ich bin das nicht gewohnt, ich habe das noch nie gemacht und ich falle auf. Und dann sagen wir, vertrauen Sie uns, wir suchen ein schönes Kleid für Sie aus. Und sobald Sie dann in dem Kleid stecken, dann geht ein Strahlen übers Gesicht. Das macht uns auch große Freude. Und dann wagen Sie die ersten Schritte raus, werden auch bewundert, fotografiert, machen selber schöne Bilder und kommen zurück mit einem Strahlen und sind so verwandelt und so positiv. Und wir erfüllen auch Träume und das ist einfach toll. Wir haben eine in der Gruppe, die hat mal gesagt, dann wird man beachtet. Wann wird man sonst beachtet? Und das war für mich wie so ein Schlüsselerlebnis. Es stimmt, die Frau ist sehr schüchtern, sehr in sich zurückgezogen und die lebt auf, wenn sie so ein Kleid anhat. Es macht ihr Spaß, es macht ihr Freude und das ist doch Sinn und Zweck. Ja. Hast du viele Fotos gemacht? Ja. Schön, gell? Oh, ja. Freut mich. Doch, also ja. Das war... Sind Sie doch weit herumgekommen? Und so oft angesprochen, gell? Ja. Ich bin froh, dass Sie es gemacht haben. Super. Aber jetzt bin ich geschafft, jetzt bin ich müde. Kann ich mir vorstellen, ja. Die Dame, die reinkam, hat mich sehr, sehr berührt. Das war eine ältere Dame, die war um die 80, kriegt seit 8 Jahren eine Chemotherapie. Und genauso sah sie aus. Sie war völlig ausgemergelt, keine Haare mehr, keine Wimpern mehr, keine Augenbrauen mehr. Und sie hat mir erzählt, es geht ihr im Moment so gut, dass sie die Klinik verlassen kann und sie möchte sich jetzt ihren letzten Lebenstraum erfüllen, einmal so ein Kleid zu tragen. Und es war für mich ein unglaublich emotionaler Moment. Ich habe sie schön gemacht. Sie hat eins meiner schönsten Kleider angezogen. Wir mussten es ganz arg zusammen tackern mit Sicherheitsnadeln, weil die Frau so ausgezehrt war. Wir mussten das Kleid irgendwie passend machen. Sie hat einen schönen Hut aufbekommen, damit man nicht mehr sieht, dass sie keine Haare mehr hat. Sie hat meinen schönsten Schmuck bekommen. Sie hat meinen persönlichen Schmuck bekommen, den sonst wirklich nicht jeder kriegt. Und sie war so glücklich. Sie ist dann runtergegangen und ist mit ihrem Rollator über die Insel. Und wo sie zurückkam, hat sie gesagt, das war einer der schönsten Momente, wo sie hatte. Wir haben sie noch fotografiert, dass sie Bilder hat von sich, wie sie so schön ist. Und dann hat sie gesagt, wenn sie nächstes Jahr noch lebt, dann kommt sie wieder. Und da habe ich gemerkt, ich habe sie glücklich gemacht. Ich habe ihr Glück gegeben. Jetzt sage ich ganz herzlichen Dank. Sie können sich dran einfühlen, gell? Wie es mir ist. Ja. Ich bin schon ein paar Mal der Professor. In der Klinik sagt Frau Mollenkopf, sie laufen immer oben ganz hart an der Grenze. Und auf beide Seiten geht es steil abwärts. Und sie laufen du schon geradeaus, machen sie weiter so. Ja. Und deshalb mache ich einfach immer wieder Sachen, die
ja, die mir helfen, meine Dringlichkeit zu bewältigen. Alles Gute, ich schicke die Fotos, sobald sie fertig sind. Machen Sie es gut. Hat es gefreut, war diese Freude. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir freuen uns drauf. Tschüss. Mit dieser alten Frau, das war so ein Moment, wo ich gesagt habe, genau für das mache ich es. Somebody love.